Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir, wo wir uns weiterhin in der Siegesstraße befinden, um gegen den Rest der Trainer zu kämpfen. Und ich habe gemeinsam mit meiner ganzen Familie trainiert. Ich werde gegen niemanden verlieren. Niemanden, hast du gehört? Niemanden! Ja, okay, ich hab's ja schon verstanden. Das hättest du mir auch schon beim erstmaligen Sagen einfach... Oder du hättest nur einmal sagen... Das sagen müssen, Mensch. Ach, Grammatik. Ja, ich merke, ich habe gerade riesen Hunger und da lässt irgendwie gerade meine Gedächtnisleistung nach. Na gut. Ach, was machen wir gegen ihn denn? Wie wär's mit Schaufler? Aber ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt irgendwie Magnetflug macht. Ja, genau. Genau, das war ja vorherzusehen. Ach, natürlich. Weil du sonst nichts kannst, ne? Weil du sonst nichts kannst, kannst du mich jetzt wahrscheinlich paralysieren. So sehe ich das jetzt schon kommen. Nein, kannst du nicht, zum Glück. Ach gut, Himmelhieb. Wow, ich bin schneller als ein Elektroball, aber okay. Das ist wahrscheinlich dem Levelunterschied geschuldet, weil es eigentlich gar nicht so langsam ist. Aber okay, was haben wir denn hier? Flampivian. Flampivian werden wir mit Niklas abkühlen. So rum sage ich's mal. So, und dann, wenn der Kampf hier vorbei ist, obwohl, nee, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, okay, zwei Pokémon hat er noch. Deswegen Kaskade. Mach erstmal ein bisschen was. Ach, Bauchtrommeln. Ja, gut. So schlimm ist das jetzt nicht. Du steigerst nur irgendwas, oder? Du steigerst... Ach so, KP. Naja. Das war sowieso dein Untergang. Also von daher. Aber Flampivian ist kein schlechtes Pokémon. Das muss man so schon mal sagen. Und auf ich glaube, auf Pokémon X hat mir das jemand mal als Shiny geschickt. Ja. Das etwas, glaube ich. Kann das sein? Hat er mir das geschickt? Ja, ne? Schluck weg. Ja, schluck mal alles weg hier, ne? Metagross, du bist die erste offensichtliche Wahl. Mit Zen-Kopfstoß wirst du das schon schaffen. Ach so, es kann natürlich sein, mit Neutral-Torso, dass er da irgendwie sowas nicht bekommt. Kann das sein? Nee, ne? Weil ich habe nie gesehen, dass er... Ach nee, 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 vergiss meinen Gedanken. Ich habe gerade gedacht, dass man durch Zen-Kopfstoß irgendwie Rückstoßschaden bekommt, aber nein. Das war ja durch den Beulenhelm, hat der Gegner... Rückstoßschaden bekommen. Deswegen, naja. Ich bin halt gerade etwas confused. Die Konfusion, die hat bei mir wirklich ganz gut angeschlagen. Du bist stärker als meine Familie? Wie ist das denn überhaupt nur möglich? Ja, ich weiß, das nur habe ich dazu erfunden. Aber ist ja jetzt nicht weiter schlimm, ne? So, weiter geht es hier in der Siegesstraße. Noch nicht ganz, denn wir möchten erstmal Surfer anwenden, um hier unten noch ein bisschen umher zu surfen. So, was gibt es denn hier? Hier ist mal eine Sackgasse. Also können wir hier nur nach draußen und stellen fest, dass es hier nicht wirklich etwas gibt, oder? Nee, weil ich das hier nicht mal anwenden kann. Okay, wir hatten eine schöne Aussicht genossen. Das ist zumindest eine Sache. Und da haben wir aber einen Drachentrainer, so wie es aussieht. Deswegen werde ich mal einen Pokémon-Wechsel vornehmen. So, da setzen wir nämlich Niklas an erste Stelle und dann wollen wir doch mal. Drachen-Pokémon sind die allerstärksten. Ich werde an dir ein Exempel statuieren, um das zu beweisen. Naja, dann solltest du aber mal aufpassen, was ich für Pokémon habe. Egor. Oh, aber Setraking ist ein guter Einstieg. Das ist, ja, ein gelungener Einstieg. Das muss man so schon mal sagen. Aber okay, du willst die Macht des Knuddlers zu spüren bekommen? Dann bekommst du sie auch. Oh, du bist aber schneller. Ja gut, ich habe ein negatives Init-Wesen. Sagen wir es mal so. Aber Setraking, das war's für dich. Setraking hat nämlich auch relativ wenige Schwächen. Drache und Fee. Das war's dann schon. Da hört's nämlich schon auf. Oh, Synthese. Oh, geil. Ja, wir wollen eine Attacke vergessen. So, wir nehmen Grasmixer raus. Wir nehmen ganz klar Grasmixer raus. Das ist zwar um 5 stärker, ist aber... Ja, mit 90 ungenauer als Zauberblatt. Ein Zauberblatt trifft garantiert. Das finde ich sehr formidabel. Und vor ein paar Parts habe ich das auch noch, ja, geäußert, diesen Wunsch. Du! Ja, ich. Genau ich und kein anderer hat dich erstmal so schön besiegt, in den Boden gestampft. So kann man es ja auch mal formulieren. Und warum wird eigentlich immer das Schnupperradar abgesetzt? Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir wahrlich nicht erklären. Na gut. Oh, da haben wir wieder ein Kampfduo. Na, das sehen wir doch gerne. Aber schön finde ich halt...
Hey, mich hat da eben ein Trainer angesprochen. Wir machen es wie besprochen. Du greifst zuerst an. Hey, mich hat da eben ein Trainer angesprochen. Na los, mach gleich mal den Anfang und greif ihn an. Ich glaube, ihr habt euch nicht so richtig abgesprochen. Kann das sein? Also, er sieht nach Kampf und Psycho aus. Okay, dieses Pokémon. Warte mal, war es das? Ja, ich glaube, das hat man schon in der ersten... Was ist das denn? Irgendwas wirkt da schon. Naja, egal. Warte mal, wir haben einen Knuddler, der geht aber nicht auf beide. Das ist aber auch egal. Denn ich kann Rasaft damit besiegen, ein Generation 1 Pokémon. Und von diesen anderen war ja schon irgendwie die Rede in der ersten Generation. Zumindest von der Vorentwicklung, glaube ich, ne? Irgendwie so könnte ich mich doch dran erinnern. Naja, auf jeden Fall. Keine große Gefahr. Und Rasaft sollte dann auch keine große Gefahr darstellen. Naja, wohl. Ach, Angeberei. Wow. Naja, das Pokémon könnte ich einfach auswechseln. Das wäre nicht das Problem. So ein Knuddler, Flieg und Sieg. Dann haben wir das nämlich auch schon alles erledigt. Aber Rasaft war irgendwie cool. Ich weiß nicht warum, aber es ist es halt. Ja gut, das bekommt ja auch noch spezielle EP, ne? So, Spezangriff sieht gut aus. Da können wir nicht meckern. So, und dann haben wir die nämlich schon besiegt. Das ist doch alles nur deine Schuld. Hättest du dich mal richtig angestrengt. Ach, hättet ihr euch mal ordentlich abgesprochen, dann wäre das alles nicht passiert, ne? So. Weiter geht es. Nächstes wird das Pokémon, was mich jetzt aber nicht zu interessieren hat. Denn, sieht das mal nicht geil aus? Sieht das mal nicht geil aus? Leute, das sieht einfach geil aus. Stimmt ihr mir zu? Ja, ihr müsst mir zustimmen. Das sieht einfach genial aus. Oh, hier liegt ein Item irgendwo. Ah, hier. Nehme ich ein Eisen. Ja gut, das könnte man mal nutzen. Wenn ich ein weiteres Pokémon auf Verteidigung haben möchte. So, liegt hier denn noch was? Nein. Aber sieht das mal geil aus. Die haben die Siegestraße auf jeden Fall umgebaut. Das kann man festhalten. Und na, wer hat Kaskade bei sich? Natürlich sollte man das bei sich haben. Dann kann man hier nämlich noch ein bisschen was erkunden. Nämlich hier oben zum Beispiel. Also schauen wir doch mal nach oben, was uns dort erwarten wird. Oh, das sieht aus wie eine TM. Also, gucken wir mal. Ein Kreuzschere. Wäre auch eine ganz nette Alternative. Kreuzschere. Könnte die ein Pokémon in meiner Sammlung erlernen? Muss ich gleich mal gucken. Das wäre echt mal interessant. Auf jeden Fall geht es hier wieder nach unten. Und dann wollen wir doch mal in den Beutel gucken, ob wir die lernen können. Kreuzschere, 80 Stärke kann keiner erlernen. Gut, dann hat sich das erledigt. Also heißt es nichts wie ab von unserem, ja, ne, Pokémon. Und, wartet mal, gibt es hier noch was? Nein. Gibt es dort noch etwas? Nein. Aber bevor ich hier, verdammt. Okay, gut. Wir haben noch mal ein bisschen Luft. Hier wird es auf einmal ruhig. Und dieser Abschnitt ist nämlich auch völlig neu. Aber passt mal auf, wer uns jetzt hier begegnen wird. Oh, hallo, The Francine. Du bist bestimmt überrascht, mich hier zu treffen. Danke, dass du dein Versprechen von damals eingehalten hast. Dass ich es bisher geschafft habe, verdanke ich allein dir, The Francine. Ich konnte nur so stark werden, weil ich damals gegen dich den Kürzeren gezogen habe. Du und dein Pokémon-Team habt bestimmt auch viel zusammen durchgemacht. Wir haben uns alle deutlich verbessert. Allein dir hier gegenüberzustehen reicht, um diese Stärke mit jeder Phase meines Körpers zu spüren. Aber eines sage ich dir, nochmal werde ich nicht verlieren. Ich werde diesen Kampf gewinnen für die Pokémon, die mir Mut und Kraft gegeben haben. Okay, es geht los. Die Musik ist cool, oder? Sie ist zwar Pokémon untypisch, aber sie klingt, sag ich mal, typisch japanisch, finde ich. Also das ist so, weiß ich nicht, wie soll man das erklären? So ein bisschen japanisch angehaucht und wow, es hat ein Altaria. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was haben wir dem gegenüberzusetzen? Naja, nicht viel, ne? Aber ich werde es trotzdem mit einem Knuddler probieren. Obwohl, warte mal, warum? Das ist doch Dracheflug, da probieren wir das doch mal aus mit einem Walzer. Es zieht sogar einiges ab, Bodyguard. Naja gut, das soll mir recht sein, dass du dich da von einem Schleier umhüllen lässt. Der Walzer, der wird dir gehörig zufügen oder zusetzen.
Und dein nächstes Pokémon, bitte. Aber die Blumenwiese sieht cool aus, oder? Also hier als Kampfareal, das sieht so aus, als wären wir in so einer Düne, Quatsch, in so einer Senke drin. Haben die schon cool gemacht. Und dass man halt von Blumen umgeben ist. Hätte man wahrscheinlich auch mal anders machen können. Roselia, ja, jetzt habe ich die Qual der Wahl. Ich werde mit Metagross kämpfen, denn Roselia ist ja Pflanze Gift. Und Gift hat schon mal keine Wirkung, Pflanze zieht nicht viel ab. Es könnte mich höchstens paralysieren, aber mit einem Zen-Kopfstoß können wir da ein bisschen was ausrichten. Auch wenn wir das denkbar schlechteste Wesen dafür haben. Aber egal. Zen-Kopfstoß. Aber ich werde meine Mega-Entwicklung noch nicht rausholen. Noch nicht. Aber ihr habt's ja gesehen. Er hat ja wohl auch einen Mega-Armreif. Oder zumindest hat man da sowas Mega-Steintechnisches gesehen. Oh, Stufe 63. Das ist sehr schön. Enekoro. Okay. Ich werde Francis reinholen, weil es ja ein normal Pokémon ist. Wir könnten jetzt natürlich auch mit anderen angreifen, aufgrund des Type Coverage und so weiter. Aber nein, ich werde mit ihm hier kämpfen. So, Enekoro, du bist Stufe 46. Naja gut, soll mir recht sein. Himmelhieb, Flieg und Sieg. Und zack, genauso sieht es aus. Enekoro war, naja, sagen wir es mal, besiegt. Da gehört nicht viel Wissen dazu. So, als nächstes Magneton. Auch da bleibt man noch drin. Da bleiben wir doch vollends drin. Denn Feuer ist da ein bisschen effektiv. Sagen wir es mal so. Wenn es denn trifft. So, ich sehe schon die Paralyse eintrudeln. Nein, wow. Das nicht. Aber, ja, Feuerfeger trifft endlich. Danke, danke, danke. Robustheit, wow. Oh, oh. Oh, oh, ich glaube, wir haben gleich ein kleines Problem. Ach so, das war ja Lichtkanone. Naja, wie dem auch sei. Ich setze jetzt erstmal den Schaufel ein. Ich bringe mich in Sicherheit. Da kann mir nämlich deine Attacke erstmal nichts anhaben. Genauso sieht es aus. So, und Röms. Genauso sieht es immer noch aus. Ja, ich merke schon, dass ich mich sehr oft wiederhole. Aber das ist ja nun egal. Sondern als nächstes kommt Galagladi. Werde ich mein Pokémon wechseln? Ja, ich werde es wechseln. Ich werde es ganz klar wechseln. Ich werde mal zu Gengar wechseln. Ich werde zu Gengar wechseln. Aber was wir hier jetzt zu sehen bekommen, ist einmalig. Aber wir könnten, sage ich mal, das eigentlich auch schon haben, wenn wir einen gewissen Trainer schon aufgesucht hätten. Aber das ist ja nun egal. Wir haben zwei Varianten zur Auswahl. Aber ich werde mit Spukball angreifen. Doch, ich werde mit Spukball angreifen. Und, was seht ihr nun? Richtig, es wird zu Mega Galagladi, was eigentlich so ein, naja, Pendant zu Mega, na, Meditalis sein soll, aber um Längen nicht. Mega Meditalis ist da doch viel cooler. Deswegen, ne? Tja, und das war's. Heiko wurde besiegt. Och. Ich habe versagt. Naja, aber du hast dich eigentlich ganz gut geschlagen, wenn ich nicht so einen Level-Vorsprung gehabt hätte. Ach, Mann. Ist doch blöd. Vefrancine, du und dein Team. Ihr habt uns als Gegner ernst genommen und euch im Kampf nicht zurückgehalten. Dafür möchte ich mich bedanken. Aber ich möchte mich auch bei Galagladi und meinen anderen Pokémon bedanken. Ich habe das Gefühl, dass ich dank euch allen einen weiteren Schritt nach vorne machen konnte. Ach ja, ich habe ein Geschenk für dich. Hier, das ist ein Andenken an deinen Kampf gegen mich, Galagladi und mein restliches Team. Ein Funkelstein. Dadurch könnten wir nämlich, na, genau, Trassler, Curlia zu Galagladi weiterentwickeln. Hast du zufällig ein männliches Curlia? Wenn ja, dann wende unbedingt diesen Funkelstein auf es an. Heute konnte ich dich zwar nicht besiegen, doch wart's nur ab. Ich werde fleißig trainieren und dich eines Tages einholen. Bitte kämpfe wieder gegen mich, wenn ich dich irgendwann herausfordere. Versprich es mir, ja? Okay, versprochen. So. Das war ein Element der Siegestraße, welches ich doch sehr gut finde. Okay, wir hätten es doch nur nicht weiterentwickeln können. Ach, naja, gut. Egal, wir hätten aber schon den Galagladinit haben können. Tja, und wo sind wir jetzt? Richtig, wir sind beim Eingang zur Pokémon-Liga.
Es sieht ein bisschen japanisch angehaucht aus, finde ich. Aber, ja gut. Gut, wen wundert das? Es kommt aus Japan. Mal guck mal, was wir hier finden. Der Mewtwo Need Y. Ist das nicht cool? Doch, ich finde es sehr cool. Also, dann wollen wir mal weitermachen. Und zwar hier hinein. Hier sind wir jetzt nämlich beim Eingang der Pokémon-Liga. Und ich werde meine Pokémon heilen. Ich werde mein Team auf Vordermann bringen. Und ich werde jetzt noch ganz schnell einkaufen. Wichtige Items einkaufen. Wir werden uns gut eindecken. Und dann wird es im nächsten Part schon Richtung Top 4 gehen. Ja, du kannst sehr wohldienlich sein. Und zwar werden wir erstmal ein paar Top-Genesungen kaufen. Wie viele habe ich denn? Wir haben eine, also kaufen wir 9 Stück. So, wir haben Top-Genesungen. Wir haben Beleber. Wir haben 5 Beleber. Ich denke mal, wir werden mal 15 kaufen. Ja, wir werden mal 15 kaufen. Man weiß nie, was schief geht. Wir werden einen, nein, das werden wir nicht kaufen. Wir werden einen Hyperheiler kaufen, der sowieso jede Art von Statusproblem heilt. Und ich denke mal, wir können 10 Stück kaufen. Das ist ausreichend. Und dadurch haben wir uns erstmal, warte, hatten wir Beleber? Hatten wir wirklich auch Beleber? Moment. Ja, hatten wir. Ah, Moment, wir können auch noch ein paar Top-Tränke kaufen. Wir haben einen und kaufen 9 Stück. Und damit sind wir wunderbar ausgerüstet für die Top 4. So wird es aussehen. Und was uns dort aber erwartet, werden wir erst im nächsten Part sehen. Und ich hoffe, dieser Gang durch die Top 4 hat euch gefallen. Fürs Zusehen und Kommentieren danke ich euch allen. Und deswegen sage ich im nächsten Part von Let's Play Pokémon Alpha Saphir, wo wir uns den Top 4 stellen werden, sieht man sich.